Olaf Scholz lügt in seiner Neujahrsansprache. Jedenfalls behauptet das Marlon. Also das ist ein YouTuber, mit dem ich auch schon immer wieder zusammengearbeitet habe. Und wir schauen uns jetzt mal an, was daran dran ist. Liebe Freunde des Vergessens, Olaf Scholz, der Bundeskanzler, hat in seiner Neujahrsansprache wieder einiges gesagt. Derjenige, der ja bei Cum-Ex scheinbar alles vergessen hat, was passiert ist, beim größten Steuerraub der deutschen Geschichte, kann er sich überhaupt erinnern, was im Jahre 2023 passiert ist? Das werden wir jetzt gemeinsam erfahren. Liebe Mitbürgerinnen und liebe Mitbürger, wenn ich im Land unterwegs bin, sagen mir gerade auch viele Ältere, so geballt, so Schlag auf Schlag habe ich das alles noch niemals erlebt. Kaum war Corona halbwegs vorbei, brach Russland mitten in Europa einen unerbittlichen Krieg vom Zaun. Kurz darauf dreht uns der russische Präsident den Gashahn ab. Scheinbar genau beim ersten Punkt kann er sich schon nicht. Ja, er hat ja nur gesagt, viele ältere Mitbürger würden das sagen. Also, wenn die älteren Mitbürger ihm das sagen würden, dann hat Olaf Scholz wohl durchgängig mit sehr vergesslichen Menschen zu tun. Ich meine, wenn man an die ganzen Jugoslawienkriege denkt, dann zeigt sich ja eigentlich schon, dass es in Europa schon häufiger Angriffskriege gab, bevor Russland die Ukraine angegriffen hat. Nicht erinnern, oder aber erzählt er hier Unsinn? Hat er vielleicht auch ein paar Cum-Ex-Unsinn erzählt? Spekulation, das wissen wir natürlich nicht. Aber nicht Putin hat den Gashahn zugedreht, es waren die europäischen und die deutschen Sanktionen, die dazu geführt haben. Er selber, also Putin, hat immer wieder gesagt, er wäre bereit, noch Gas zu liefern. Das Problem ist natürlich, ja, Nord Stream wurde in die Luft gejagt. Wer war das eigentlich? Das ist bis heute ja noch nicht so ganz klar, oder? Also es wirkt ja fast so, als wenn die Bundesregierung eigentlich. Also wenn man Marie-Agnes Strack-Zimmermann glauben kann, dann war das ja der Russe selbst. Ich meine, es ist ja schließlich niemand anderem zuzutrauen. Versucht, das Ganze eher ein bisschen unter den Teppich zu kehren und da gar nicht so viel drüber zu reden. Aber das ist ein Thema, worüber wir reden müssen. Und Olaf Scholz, der hier lügt, das wird einfach ihm so durchgehen lassen. Also da, denke ich, wird nicht viel passieren. Nur wir müssen bei der Wahrheit bleiben und die Wahrheit lautet, dass wir Gas, günstiges Gas aus Russland beziehen könnten, damit unsere Energieproblematik lösen und aufheben könnten. Aber man will es politisch nicht. Man will politisch diesen Stellvertreterkrieg in der Ukraine. Ja, exakt. Ein Strang von Nord Stream funktioniert noch. Die drei anderen, die müsste man halt reparieren. Aber nichts davon ist politisch gewollt. Man will halt kein russisches Gas. Man will lieber teures amerikanisches Fracking-Gas. Den man dort nicht gewinnen kann militärisch, den will man weiterhin anheizen und damit hunderttausende Menschen leider Gottes einfach umbringen. Erinnern Sie sich, wo wir vor einem Jahr standen? 3, 4, 5% Wirtschaftseinbruch hatten uns viele Expertinnen und Experten vorausgesagt. Viele befürchteten, die Preise würden immer weiter steigen. Es gab die Sorge vor Stromausfällen und kalten Wohnungen. Es ist anders gekommen. Die Inflation ist gesunken, Löhne und Renten steigen. Die Gasspeicher sind für diesen Winter randvoll. Hier beschönigt Olaf Scholz eigentlich alles, was man beschönigen kann. Die Löhne steigen nicht. Wir haben Reallohneinbruch von 4% 2022 bekommen. Das ist tatsächlich eine Lüge. Also das ist tatsächlich eine dreiste Lüge. Also hier hat Marlon recht, wenn er das vielleicht noch ansprechen will. Aber ich suche mal hier den Produktionsindex für die Industrie raus, wenn Marlon den hier nicht zeigt. Wirtschaftsentwicklung, die zeigt nach unten, die zeigt nach Süden. Die Lohnentwicklung, die zeigt ebenfalls nach Süden. Also wir sehen, die Reallöhne sinken. Wir sehen gleichzeitig, dass wir auch in einem Stand von 2015 sind, was den Lohn betrifft. Darüber hinaus sehen wir auch, wenn wir mal ein bisschen in die Vergangenheit schauen, dass wir seit 20, 30 Jahren keine wirklichen Lohnzuwächse haben. Also die sind minimal. Währenddessen haben einige große Konzerne aber ihre Vermögen, ihre Profite enorm steigern können. Dagegen macht man komischerweise nichts. Die Normalos dürfen das ausbaden und werden das auch nun durch höhere Steuern. Die CO2-Steuer wird massiv angehoben. Das heißt, an der Tanke wird es teurer, beim Heizen wird es teurer. So, also jetzt zu Olaf Scholz Aussage, ja, der Wirtschaft würde es doch noch gut gehen, die Produktion würde doch gar nicht so einbrechen. Für das BIP mag das noch stimmen, da wir da erstmal noch gar keine aktuellen Zahlen haben. Zahlen, die bekommt man halt jeweils zum Ende des Quartals. Das heißt, in ein paar Monaten werden wir auch da schlauer sein. Aber die Indikatoren, die wir früher verfügbar haben, wie die Industrieproduktion, die zeigen nach unten. Und vor allem die so wichtigen energieintensiven Industriezweige, die ja besonders stark von dem Produktionseinbruch durch die sich verteuernden Energiepreise betroffen sind, brechen ein und es ist keine Erholung in sich, ganz im Gegenteil. Der Abwärtstrend geht einfach weiter. Wir haben gesehen, dass wie die energieintensiven Industrien 2022 einen Produktionseinbruch von Jahresbeginn bis Jahresende um fast
20% hatten. Und auf diesem Niveau oder sogar ein bisschen unterhalb dieses Niveau von Ende letzten Jahres bewegen wir uns gerade. Also der Abwärtstrend in den energieintensiven Industrien, die Deindustrialisierung, sind eine empirisch beobachtbare Realität. Die gesamte Industrieproduktion in Deutschland befindet sich mehr als 10%, ja fast 15%, wenn man sich diese Statistik hier mal anguckt. Also das ist schon ordentlich. Fast 15% unter ihren Höchstwerten aus 2017, 2018. Also ihr seht hier, der Produktionsindex damals bei etwas über 107, heute bei 93. Also ja, fast 15%. Das ist die Größenordnung vom Produktionseinbruch, von der wir hier reden. Und alles, was ihr im Supermarkt kauft, wird auch teurer. Die Lkw-Maut, die wurde über eine CO2-Komponente bereits teurer gemacht im Dezember 2023. Warum macht man eigentlich eine CO2-Steuer, wenn man dann wieder eine CO2-Komponente in andere Steuern reinpackt? Also das Ganze wirkt ja so, als wenn man eigentlich nur den Normalusgeld aus den Taschen ziehen will und sich nur mal wieder etwas überlegt, was gerade on vogue ist, womit man gerade gut sich darstellen kann. Und dann macht man das Label, klatscht man darauf und dann macht man eine Steuer. Fertig ist das Ganze. In der Gastronomie wird es auch teurer. Und zwar seit heute. Die Mehrwertsteuer ist erhöht worden. 2024, wir dürfen mehr in der Gastronomie bezahlen. Ich bin gespannt, wenn man das erste Mal wieder in den Laden geht, um wie viel Cent am Ende das Essen teurer geworden ist. Wenn man dann mal richtig essen geht, dann ist es vielleicht 10, 20 Euro mehr, was man bezahlen muss. Vielleicht 30 Euro mehr. Das werden wir alle spüren. Aber auch da, das ist für Olaf Scholz natürlich gar kein Problem. Er selber hat ja ein Gehalt in 100.000er Höhen. Das interessiert ihn nicht. Er bekommt das Essen ja. Er muss sich um solche Sachen ja gar nicht kümmern. Gilt auch für die ganzen anderen Ampelpolitiker wie eine Ricarda Lang, wie ein Christian Lindner und wie sie alle heißen. Es ist anders gekommen, weil wir uns gegen den Wirtschaftseinbruch gestemmt haben. Weil wir Energie gespart und rechtzeitig vorgesorgt haben. Wer ist eigentlich wir? Das könnte man an dieser Stelle auch mal fragen. Zu wir gehört wahrscheinlich nicht die Bundeswehr. Da gehören auch nicht die gut bezahlten FDP-Lobbyisten und Parteispender unserer drei Regierungsparteien. Und der Greichen-Clan, der gehört da bestimmt auch nicht dazu. Wir alle gemeinsam, wir kommen auch mit Gegenwind zurecht. Und Deutschland ist eine der wenigen Volkswirtschaften, die schrumpfen. Ja, wir haben ganz viele Länder. Wir haben Spanien, wir haben Frankreich, wir haben die USA. Und selbst Russland hat eine Wirtschaftssteigerung vom BIP her. Und Spanien zum Beispiel, ja, wie haben die Spanier das eigentlich gemacht? Die haben die Inflation zum Beispiel viel schneller runtergedrückt als wir. Nun gut, die haben staatliche Investitionen angekurbelt. Staatliche Investitionen, was sagt eigentlich Olaf Scholz dazu? Das gibt uns die Möglichkeit, kraftvoll in die Zukunft zu investieren. Und das müssen wir auch. So, ich habe Marlons Meinung hier nochmal einen Shoutout gegeben. Günni hat ihn hier oben verlinkt. Günni hat es auch angeheftet. Vielen Dank. Schaut gerne bei seinem Twitch-Kanal und bei seinem YouTube-Kanal vorbei. Denn wer in diesen Tagen mit der Bahn unterwegs ist oder vor einer maroden Brücke im Stau steht, der merkt, unser Land wurde zu lange auf Verschleiß gefahren. Er selber war ja über viele, viele Jahre Teil des politischen Establishments, Teil des politischen Systems und hat diese Sparpolitik mit. Er war Finanzminister, er war direkt dafür verantwortlich, er war einer der entschiedensten Vertreter der Schuldenbremse. Mitgetragen, eben jene Sparpolitik, die er jetzt aber irgendwie verteufelt und sagt, nein, also das war ein großer Fehler. Aber er hat das mitgemacht, er hat die schwarze Null doch wie ein Fetisch vor sich hergetragen. Und jetzt, ja jetzt macht er auch nichts, jetzt geht er quasi vor Lindner in die Knie und macht alles, was die wollen, nur um seine Macht zu halten, nur um noch ein bisschen länger Kanzler zu sein. Dafür wird hier die gesamte Zukunft des Landes aufs Spiel gesetzt. Die Infrastruktur ist kaputt, die Straßen sind marode, die Brücken werden irgendwann in sich selber zusammenfallen und wir haben ein Gesundheitswesen, welches katastrophal ausgestattet ist. Wir haben ein Bildungswesen, welches katastrophal ausgestattet ist. Wir müssen an allen Stellen eigentlich investieren. Es ist ein Milliardenrückstau an Investitionen und wir müssen über die nächsten 10 Jahre wahrscheinlich mehrere hundert Milliarden investieren in genau diese Punkte und zwar zielgenau. Aber das macht man nicht. Wo investiert man aber? Naja, man packt 100 Milliarden in die Rüstung, dafür ist das Geld da. Gleichzeitig packt man Milliarden in die Ukraine, dafür ist das Geld da. Man gibt Milliarden über Entwicklungshilfe ins Ausland, dafür ist das Geld dann scheinbar irgendwie. Main Asset, du schreibst gerade im Chat, da ist doch nicht Scholz schuld, Bildung ist Ländersache, Straßen sind Ländersache. Wer war Scholz denn vorher? Er war Hamburger Bürgermeister. Also natürlich ist er für das schuld, was in Hamburg passiert ist. Da müsste man sich jetzt die Rahmendaten von Hamburg angucken. Wie gesagt, also Scholz hatte schon sehr viel politische Macht gehabt in der Vergangenheit.
irgendwie da, obwohl man es ja viel effizienter und intelligenter machen könnte. Warum beenden wir nicht diese Sanktionspolitik, mit der wir komplette Regionen einfach in den Niedergang getrieben haben? Warum sorgen wir nicht dafür, dass ein Land wie Syrien oder ein Land wie Libyen und andere von den Sanktionen befreit werden und kooperieren mit den Regierungen, um ökonomischen Wohlstand zu schaffen? Dann wird man auch viele Probleme lösen und für die Menschen wird es dort wieder ein lebenswertes Leben geben. Aber das möchte man ja nicht aus geopolitischen Gründen, weil man sich da als Deutschland ja leider an die Seite der USA stellt, ohne eigene Interessen zu vertreten. Unterm Strich entlasten wir auch weiterhin all diejenigen, die jeden Tag aufstehen und zur Arbeit gehen, die unser Land am Laufen halten. Von morgen an zahlen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland 15 Milliarden Euro weniger an Steuern. Er redet von Entlastungen. 15 Milliarden. Es werden über 20 Milliarden Man Euro sein. Also, was kommen denn hier für Leute in meinen Chat? Ich habe gesagt, da muss man sich angucken, wie es in Hamburg aussieht. Ich kann da jetzt nichts zu sagen, da ich hier gerade keine Daten für Hamburg vorliegen habe, was ja auch bei einem lockeren Reaktionsvideo völlig seltsam wäre, wenn ich hier jetzt für jedes Bundesland lange Tabellen mit irgendwelchen Daten vorliegen hätte. Die an zusätzlichen Belastungen oben raufkommen. Und das sind vor allem Steuern, die regressiv wirken. Regressive Steuern, was bedeutet das? Das bedeutet, dass kleine Einkommen prozentual stärker getroffen werden als große Einkommen. Wenn man irgendwo etwas einkauft und die Mehrwertsteuer zum Beispiel steigt, dann ist es so, mit einem kleinen Einkommen konsumiert man einen größeren Teil dieses Einkommens. Heißt, auch ein größerer Anteil des verkonsumierten Einkommens fließt in eine Mehrwertsteuer. Wer ganz, ganz viel Geld hat, wer 10.000, 20.000, 100.000 im Monat verdient und im Jahr vielleicht ein Millioneneinkommen hat, dem ist es doch am Ende egal, ob an der Tanke der Sprit nochmal 10 Euro mehr kostet für eine Tankfüllung, 20 Euro oder vielleicht 50 Euro mehr. Das interessiert den nicht. Das kann er sich leisten. Aber jemand, der angewiesen ist, damit zur Arbeit zu kommen, einen schlecht bezahlten Lohn erhält, für den ist das tatsächlich existenzgefährdend. Aber mir ist es wichtig, dass Ihre Leistung gesehen und anerkannt wird. Und hier redet Scholz von Leistung. Er hat ja auch im Wahlkampf von Respekt gesprochen. Aber wisst ihr was? Alles, was der macht, ist eigentlich respektlos. Und er sagt, er will Leistung belohnen. Ja, aber warum macht er das nicht über einen höheren Lohn? Ja, in der Mindestlohnkommission war es eine SPD-Politikerin, die die Vorsitzende dieser Kommission ist, die mit ihrer Stimme den Vorschlag der Gewerkschaften abgesägt hat. Wir hätten einen höheren Mindestlohn haben können, aber die SPD hat sich hier wieder mal auf Seiten der Arbeitgeber gestellt. Also was sie hier nach vorne hin erzählen. Und wenige Wochen danach hat ja auch der Klingbeil, der SPD-Chef, gesagt, ja, also ich könnte mir einen höheren Mindestlohn vorstellen. Ja, kurze Zeit davor hat man das Ganze in der Kommission abgesägt. Die SPD betreibt hier eigentlich einfach nur ein doppeltes Spiel und letztendlich sind wir die Leidtragenden. Denn auch wer nicht den Mindestlohn verdient, wer mehr verdient, der profitiert davon. Warum? Der Mindestlohn steigt, das bringt euch wiederum eine bessere Verhandlungsposition gegen den Arbeitgeber. Weshalb? Ihr könnt immer auf den Mindestlohn verweisen. Ihr könnt sagen, ja, aber der Mindestlohn, der steigt doch um so und so viel Prozent. Also möchte ich mal mindestens genau diesen Wert haben. Und es geht im Übrigen nicht darum, den Mindestlohn in dem einen Jahr mal so anzuheben und in dem anderen Jahr mal so. Wir brauchen relativ schnell eine Erhöhung auf 16 Euro, damit der Mindestlohn erstmal dafür sorgt, dass man im Alter nicht arm ist, dass man auch im Berufsleben nicht arm ist. Denn das sorgt dafür, dass man letztendlich auch nicht auf Transferleistungen angewiesen ist. Denn das sollte doch auch das Ziel sein. Es sollte doch nicht das Ziel sein, alle Leute in Transfers zu bekommen, alle in Bürgergeld zum Aufstocken reinzukriegen oder in Wohngeld reinzubekommen. Und dann sollte der Mindestlohn nach der goldenen Lohnregel steigen. Das bedeutet, wir haben eine Zielinflation von gut 2% und dann haben wir ein Produktivitätswachstum. Diese beiden Werte addieren wir, machen wir Plus rein und dann haben wir den Wert, um den der Mindestlohn in diesem Jahr steigen muss. Stark macht uns auch unsere Demokratie. Es ist noch gar nicht allzu lange her, da haben mutige Frauen und Männer auch hier in Deutschland für freie Wahlen gekämpft. Vor 35 Jahren war das, als in der DDR die friedliche Revolution begann. Mitzureden und mitzuentscheiden, das ist ein kostbares Gut. Diskussionen über den richtigen Weg gehören dazu. Das Ringen um faire Kompromisse ebenfalls. Auch wenn ich auf manche laute Debatte in den vergangenen Wochen und Monaten durchaus hätte verzichten können. Am Ende kommt natürlich noch einmal der Spruch mit der Demokratie. Ja, wir sollen doch Konsens finden, wir sollen doch faire Debatten führen.
Er selber hält sich da natürlich eher weniger dran, wenn ich so einige Aussagen höre, auch wenn man guckt, wie der Verfassungsschutz instrumentalisiert wird, um den politischen Gegner schlecht zu machen, wie die Verbindungen mit den Medien genutzt werden, um die eigene Politik zu rechtfertigen. Aber die Politik, die man als Alternative dem gegenüberstellt, als etwas Schlimmes und Gefährliches hinzustellen. Aber das interessiert nur Olaf Scholz natürlich auch nicht. Denn der Meinungskorridor wird eben von Leuten wie Scholz und diesen anderen Linksliberalen seit Jahren immer mehr eingeengt. Das selber erfahren. Wenn man einen gewissen Bereich verlässt, egal ob man ihn jetzt links verlässt oder ob man ihn rechts verlässt, es ist total egal, dann wird man sofort angegriffen mit absoluter Brutalität und Härte. Das gilt im Übrigen auch für Parteiarbeit. Ich war ja in der Linken und ich war in der Jugendorganisation der Linken. Da habe ich das Ja, genauso der erfahren. Staat finanziert mittlerweile Organisationen, die Oppositionelle als Reichsbürger, rechtsradikal, antisemitisch, was auch immer diffamieren, obwohl sie damit nichts zu tun haben. Also so eine Organisation wie die Amadeo-Antonio-Stiftung oder die Stiftung Liberale Moderne. Also ja, irgendwelche Stasi-Stiftungen, die Oppositionelle diffamieren. Das ist die Situation in diesem Land. Also man stellt sich immer als pluralistisch hin, aber auch da, sobald man diesen kleinen, eng gezogenen Korridor, und der wird von denen eng gezogen, die eben das Meinungsmonopol besitzen, wenn man diesen verlässt, wird man härter angegriffen als der politische Gegner. Und deswegen ist die Linke auch aus meiner Sicht keine Partei, die man noch wählen sollte. Aber ich finde diese gesamte Konsensideologie sowieso total schlimm. Also diese Konsensideologie ist eigentlich eine Manifestation dessen, dass sich nichts ändern wird, aber auch gar nichts. Wir haben diese Ideologie des Konsens eigentlich die ganzen letzten Jahrzehnte gehabt. Und was war das Ergebnis? Die Reichen werden reicher, die Armen werden ärmer, Politik wird im Interesse für Oligarchen. Und was war das Die Ergebnis? Die Statistik Reichen schauen werden wir uns nochmal reicher. an. Die ist nämlich sehr interessant. Ihr seht hier, das ist das, die hatte ich auch schon einige Male gezeigt. Die geht leider nur bis 2016. Müsste man mal eine aktuellere Version suchen, denn mit dem Mindestlohn hat sich das wieder etwas erholt. Mit dem Wirtschaftskrieg gegen Russland und dem Einbruch der Realeinkommen ist das dann wieder etwas nach unten gegangen. Hier sieht man, dass das unterste Dezil in den letzten 20 Jahren keine realen Lohnzuwächse gehabt hat und auch das zweitärmste Dezil ja nicht gerade gut gelebt hat. Und das doch trotz eines beachtlichen Wirtschaftswachstums im gleichen Zeitraum. Und wenn man dann schaut, wohin ist das gegangen? Nun, vor allem zu oberen Lohngruppen und zu den Kapitaleinkommen. Also zu den Rentiers, von denen ich letztes Mal schon gesprochen hatte. Die Armen werden ärmer, Politik wird im Interesse für Oligarchen, für Milliardäre gemacht, für große Konzerne und Banken, für das global organisierte Kapital und nicht für den Mittelstand, nicht für den Kleinunternehmer, für den Selbstständigen, nicht für den Angestellten, nicht für den Niedriglohnempfänger, nicht für den Rentner. Für die wird keine Politik gemacht. Immer wenn sich die Politik entscheiden musste, wenn sich die Regierung entscheiden konnte zwischen Oligarchie und Volk, hat sie sich für die Oligarchie entschieden. Und das ist das Ergebnis dieser Konsenspolitik. Wir müssen diese Konsenspolitik beiseite wischen, aufbrechen und wirklich alternative Konzepte darlegen und diese umsetzen. Letztendlich, ja, kann ich nur sagen, es ist Standardgelaber gewesen. Eine Standard-Scholz-Rede. Rhetorisch langweilig. Inhaltlich Lügen dabei, Desinformation, Propaganda. Das braucht man sich nicht geben. Und das Fazit, die Ampel muss weg. Aber auch die CDU muss weg. Auch diese Partei wird nichts besser machen. Die werden den Ukraine-Krieg weiterführen. Die werden weiterhin für die USA Politik machen. Gegen das Volk, für die Oligarchie. Deswegen müssen wir eine neue Politik etablieren in diesem Land. Die alten Parteien hinwegfegen. Wir müssen eigene Medien aufbauen. Wir müssen eine eigene Gegenöffentlichkeit schaffen. Und das ist die Aufgabe für 2024, hier die ersten Schritte zu gehen und wirklich Veränderungen ins Leben zu rufen, damit dieses Land noch eine Chance hat. Aber was haltet ihr davon? Seht ihr es anders? Ja, absolut richtige Ansage. Waren jetzt sehr, sehr viele Punkte in einem Video auf einmal, denen ich aber grundsätzlich allen zustimmen würde. Zu jedem dieser Punkte könnte man bestimmt noch mal eigene Videos machen. Also gibt auf jeden Fall ein Like. Schaut gerne beim Kanal von Marlon dabei, vorbei. Hier der Kanal heißt sogar Marlon. Kanzler Scholz lügt bei Neujahrsansprache. Hat Marlon, finde ich, gut belegt. Er hat auch das wirtschaftliche Desaster, was die Ampelkoalition in diesem Land gerade anrichtet, ziemlich gut aufgearbeitet. Schaut da gerne mal vorbei.